Die Sterne von Hotels sind nicht immer aussagekräftig, vor allem weil das Sternesystem von Land zu Land unterschiedlich ist. In Italien zum Beispiel bekommt ein Hotel 5 Sterne, nur weil es eine 24-Stunden-Rezeption hat und an der Rezeption 3 Sprachen gesprochen werden. Schau dir statt der Sterne lieber die Bewertungen oder Rezensionen der anderen Gäste an. Übrigens, wenn du spät buchst, bekommst du oft das beste Angebot. Hast du die Möglichkeit, dann buche dein Zimmer am Tag der Anreise, denn wenn das Hotel nicht ausgebucht ist, bekommst du wahrscheinlich einen Rabatt. Hotelmanager reduzieren die Zimmerpreise in letzter Minute, um sie doch noch loszuwerden. Außerdem ist es besser, direkt beim Hotel zu buchen. Auf Websites von Drittanbietern werden oft schlechtere Zimmer oder nur bestimmte Zimmer angeboten. Buchst du direkt übers Hotel, bekommst du auch einen günstigeren Preis, denn Drittanbieter-Websites berechnen den Hotels Vermittlungsgebühren. Wenn du dann am Check-in-Schalter stehst, kennt dich das Hotelpersonal wahrscheinlich schon. Vor allem in Hotels gehobener Klasse recherchiert das Personal ein wenig über ihre Gäste in den sozialen Medien. Aber keine Angst, es dient nur dazu zu sehen, wer du bist, damit sie deinen Aufenthalt so angenehm wie möglich gestalten können. Wenn deine Schlüsselkarte einen Magnetstreifen hat, solltest du sie nicht in die Nähe deines Handys oder in deine Brieftasche stecken. Ein starker Magnet wie der in deinem Handy kann den Schlüssel auf der Karte löschen und du kommst nicht mehr ins Zimmer. Okay, du hast eingecheckt und betrittst dein Zimmer. Sie beobachten dich, wenn du im Schlafzimmer bist und wenn du im Bad bist. Nein, ich spreche nicht von 3-jährigen Kindern. Nein, nein, wenn du in den wohlverdienten Urlaub fährst, machst du dir wahrscheinlich keine Gedanken darüber, ob in deinem Zimmer versteckte Kameras angebracht wurden. Aber schau dich trotzdem um. Erstmal an den offensichtlichsten Stellen deines Hotelzimmers. Wenn du mit bloßem Auge nichts entdeckst, reicht es nach Meinung einiger Experten, dein Smartphone für die erweiterte Suche zu benutzen. Jede Kamera hat ein Objektiv und alle Objektive reflektieren Licht. Die schnellste Methode, nach versteckten Kameras zu suchen, ist also, alle Vorhänge zu schließen und das Licht auszuschalten. Richte die Taschenlampe deines Handys auf mögliche Orte oder Objekte, wo sich eine versteckte Kamera befinden könnte. Einer der offensichtlichsten Orte ist der Rauchmelder an der Decke. Nimm einen Stuhl und richte das Licht direkt darauf und checke, ob rotes oder blaues Licht reflektiert wird. Du musst dabei aber langsam vorgehen, denn das Licht muss im richtigen Winkel auf die Linse treffen, damit du die Reflexion siehst. Auch ein Bild an der Wand kann ein potenzielles Versteck für eine Kamera sein, aber auch die Lampen, ein Loch in der Wand oder eine Ecke im Schrank. Ein gruseliges Versteck ist der Badezimmerspiegel. Wenn dort eine Kamera versteckt ist, ist sie schwer zu entdecken. Du musst etwas Geduld mitbringen, wenn du ihn absuchst. Übrigens kannst du auch deine Handykamera benutzen, um Überwachungskameras aufzuspüren. Damit diese Kameras auch nachts funktionieren, senden sie Infrarotlicht aus, das für das menschliche Auge nicht sichtbar ist. Um sie zu entdecken, schalte das Licht aus und die Selfie-Kamera ein. Die hintere Kamera der meisten Smartphones hat einen Infrarotfilter, die vordere aber nicht. Teste das mit der TV-Fernbedienung. Richte sie auf die Frontkamera und drück auf eine Taste. Wenn du ein helles rotes Licht auf deinem Bildschirm siehst, weißt du, dass sie funktioniert. Du musst also nur deine Kamera im dunklen Raum bewegen und wenn eine Nachtsichtkamera da ist, siehst du ein helles Licht. Es ist ratsam, einen zweiten Durchlauf zu machen, falls du beim ersten Mal eine Kamera übersehen hast. Am besten lädst du aber eine App herunter, die dir zeigt, welche Geräte gerade mit dem von dir genutzten WLAN verbunden sind. Die App zeigt dir, welches Smartphone, welcher Laptop, welcher Smart TV und im schlimmsten Fall auch welche versteckten Kameras mit dem Netzwerk verbunden sind. Ein Radiofrequenzscanner spürt übrigens auch Kameras auf, die im eigenen WLAN-Netz angemeldet sind. Sie zu identifizieren kann aber eine echte Challenge sein, weil noch viel mehr drahtlose Geräte im Mobilfunkbereich auftauchen. Du empfängst kaum zuordnungsbare Signale, selbst wenn du alle Geräte, die Signale aussenden, ausgeschaltet hast. Eine andere Möglichkeit ist, das WLAN auszuschalten, wenn du dein Hotelzimmer betrittst. Wie gesagt, die meisten Kameras sind mit dem WLAN verbunden und funktionieren dann nicht mehr. Wirst du dann von der Rezeption angerufen und man sagt dir, dass das WLAN in deinem Zimmer ausgefallen ist, solltest du stutzig werden. Woher wissen die, dass das WLAN in deinem Zimmer aus ist? Wahrscheinlich, weil die Kameras keine Bilder mehr übertragen. Wenn du dich zum ersten Mal mit dem WLAN deines Hotels verbindest, sei vorsichtig bei der Weitergabe deiner persönlichen Daten. Okay, wie gefällt dir dein Zimmer im Allgemeinen? Falls du damit nicht zufrieden bist, kannst du um einen Wechsel bitten. Wenn es noch freie Zimmer gibt, hilft dir das Personal gerne weiter. Jetzt bist du in deinem Wunschzimmer angekommen, dann geh doch auch gleich mal ins Bad und schau dir die schicken Hygieneartikel an.
steckst du eigentlich auch heimlich die Shampoos bei der Abreise ein? Das ist okay und von den Hotels auch so gewollt. Auf den Artikeln ist das Logo des Hotels gedruckt und du machst kostenlos Werbung für das Hotel, wenn du diese Artikel bei dir zu Hause aufstellst. Bei den Bademänteln und Handtüchern sieht die Sache aber anders aus. In einigen Hotels werden diese Dinge sogar mit Radiofrequenzchips ausgestattet. Fliegen ist für viele Menschen längst zur Routine geworden. Doch selbst Vielflieger wissen manchmal nicht, was man im Flugzeug auf keinen Fall tun sollte. Keine nackten Füße im Flugzeug. Das ist eines der größten No-Gos beim Fliegen. Selbst wenn man von unangenehmen Gerüchen absieht. Man stelle sich vor, mehrere hundert Passagiere ziehen gleichzeitig Schuhe und Strümpfe aus. Menschen mit ansteckenden Fußproblemen sind vielleicht schon vor dir barfuß durch die Gänge gelaufen und haben Schmutz und Keime hinterlassen. Vom Toilettenboden ganz zu schweigen. Wenn du deinen Füßen etwas Freiheit gönnen willst, zieh die Schuhe aus, aber trage wenigstens Socken. Oder nimm leichte Hausschuhe mit. Man bedenke, dass die Luft in der Flugzeugkabine aufgrund des Drucks so trocken ist wie in der Sahara, mit nur etwa 20% Luftfeuchtigkeit. Wäre es da nicht sinnvoller, mehrere Luftbefeuchter einzubauen, die für zusätzliche Feuchtigkeit sorgen? Das wäre aber für die Fluggesellschaften mit hohen Kosten verbunden. Außerdem besteht die Flugzeugstruktur zu einem großen Teil aus Aluminium und anderen Metallen und feuchte Luft kann zu Korrosion führen. Besser ist es daher, während des Fluges eine Feuchtigkeitscreme aufzutragen. Bei Start und Landung ist es wichtig, den Ablagetisch zu sichern und nicht herunterzuklappen. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme, die dir und anderen Passagieren im Fall einer Noträumung freie Fluchtwege ermöglicht. Halte deinen Sitz bei Start und Landung aufrecht. Ein nach hinten geneigter Sitz kann im Notfall die Evakuierung erheblich verlangsamen, da eine Person hinter dir blockiert werden kann. Je weiter man sich nach hinten lehnt, desto schwieriger wird es auch, bei einer Notlandung wieder in eine aufrechte Position zu kommen. Wichtig ist auch, während oder kurz nach Start und Landung nicht einzuschlafen, da dies gesundheitliche Risiken birgt. In diesen Flugphasen ändert sich der Luftdruck in der Kabine rasant, was sich auch auf den Luftdruck in den Ohren auswirkt. Es ist wichtig, sich zu entspannen und die Ohren zu öffnen, zum Beispiel durch häufiges Gähnen oder Schlucken. Auch Kaugummi kauen kann helfen. Im Schlaf sind diese Maßnahmen nicht möglich und können zu bleibenden Schäden führen. Auch der Sicherheitsaspekt ist zu beachten. Die meisten Unfälle passieren beim Starten und Landen. Wenn du schläfst, bist du im Notfall vielleicht nicht wach und aufmerksam genug. Die US-Umweltschutzbehörde EPA empfiehlt, im Flugzeug keine heißen Getränke zu sich zu nehmen, da das Wasser für Tee oder Kaffee aus veralteten Wassertanks stammt, die oft mit schädlichen Bakterien verseucht sind. Laut einer Studie aus dem Jahr 2004 enthielten mehr als 12% der Wasserproben solche Bakterien. Wer dennoch ein Heißgetränk im Flugzeug bestellen möchte, sollte darauf achten, dass es vom Bordpersonal serviert wird, um versehentliche Verbrennungen in den überfüllten Gängen eines sich bewegenden Flugzeugs zu vermeiden. Auf Cola sollte im Flugzeug verzichtet werden, da der niedrige Luftdruck in der Kabine zu starker Schaumbildung führt. Die Flugbegleitung vermeidet es daher aus hygienischen Gründen, eine Tasse mit Schaum zu servieren und füllen sie nur halb voll, um abzuwarten, bis sich die Blasen gesetzt haben. Das kann aber sehr lange dauern. Um die Verbreitung von Keimen zu vermeiden, sollte das Lüftungsventil geöffnet bleiben. Dank hochwertiger Luftfilter in Flugzeugen werden bis zu 99% aller Keime aus der Luft gefiltert. Trotzdem sollte man sicherheitshalber den Klapptisch abwischen, denn er ist der schmutzigste Ort an Bord und enthält 8-mal mehr Bakterien als der Knopf der Toilettenspülung. Wer einen Fensterplatz hat, sollte es vermeiden, den Kopf gegen die Scheibe zu lehnen, da das Glas mit Keimen bedeckt sein kann. Es ist doch schwer zu sagen, wer vor einem dort gesessen hat. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, im Flugzeug keine Sandalen mit offener Ferse und hohen Absätzen zu tragen. Ich persönlich halte mich daran, da solche Schuhe im Notfall das schnelle Verlassen des Flugzeugs erschweren können. Wenn man hohe Absätze trägt, kann es sein, dass man sie bei einer Evakuierung zurücklassen muss, da sonst die Notrutschen beschädigt werden können. Die Vorstellung, das Flugzeug barfuß zu verlassen, ist sicher nicht ideal. Daher empfehle ich, feste Schuhe mit einer stabilen Sohle zu tragen, um sicherzustellen, dass man nicht barfuß auf dem heißen Rollfeld oder im Unkraut stehen muss. Schwere Gegenstände sollten nicht in Gepäckfächern verstaut werden, da sie bei starken Turbulenzen herausfallen und Fluggäste verletzen können.
Wenn es schwierig ist, das Gepäck im Gepäckraum zu verstauen, sollten alternative Verstauungsmöglichkeiten wie der Raum unter dem Sitz oder andere geeignete Verstauungsmöglichkeiten genutzt werden. Es ist wichtig, den Piloten nicht für eine harte Landung verantwortlich zu machen, denn in einigen Fällen kann eine harte Landung bei schlechtem Wetter absichtlich durchgeführt werden, um Aquaplaning zu vermeiden. Wenn nämlich die Landebahn mit Wasser oder Schnee bedeckt ist, kann das Flugzeug hart aufsetzen, um das Wasser zu durchbrechen. Andernfalls kann das Wasser wie ein Schmiermittel wirken, sodass das Flugzeug weder bremsen noch lenken kann. Es ist auch ratsam, unnötige Auslösungen der Notrutsche zu vermeiden, da diese zu Verzögerungen und hohen Kosten führen können. Obwohl manche Leute fälschlicherweise glauben, dass die Benutzung der Notrutsche hilft, das Flugzeug schneller zu verlassen, kann dies zu Problemen führen. Es ist wichtig, vernünftig zu handeln und sich bewusst zu sein, dass solche Verhaltensweisen nicht funktionieren. Ebenso wichtig ist es, die Anweisungen des Kabinenpersonals zu befolgen und die Fensterläden während des Starts und der Landung zu öffnen. Durch das Öffnen der Blenden kann das Kabinenpersonal die Situation draußen besser einschätzen und im Notfall schnell handeln, um die Evakuierung zu organisieren. So können Sie zum Beispiel bei einem Brand vor einem Ausgang die Passagiere zu einer anderen Tür umleiten. Deo-Sprays oder Rasierschaum dürfen nicht im Handgepäck mitgeführt werden, da sie während des Fluges explodieren können. Eine bessere Alternative wären Deo-Roller. Powerbanks sind im Du isst in Paris zu Abend und du schlägst dir den Bauch mit französischer Zwiebelsuppe und Schokoladensoufflé voll. Okay, genug schlechter Akzent. Der Kellner kommt vorbei und fragt dich, wie das Essen ist, und weil dein Mund voll ist, machst du mit zufriedenem Gesicht das Alles-Okay-Zeichen. Du erwartest ein glückliches Kellnergesicht, aber er schaut dich irritiert an. Tja, es stellt sich heraus, dass ein Kreis aus Zeigefinger und Daumen in manchen Ländern nicht alles gut bedeutet. In Frankreich heißt es null oder wertlos. Statt das köstliche Essen zu loben, hast du es wertlos genannt. Ups. In Venezuela, der Türkei und Brasilien solltest du diese Gestik ebenfalls vermeiden. In diesen Ländern beleidigt dieses Zeichen jeden und jede, die du damit erfreuen willst. Genug gesagt. Lächle einfach und warte, bis du runtergeschluckt hast, um den Kellner ordentlich zu danken. Überall auf der Welt wird ein Daumen nach oben als etwas Positives gesehen. Es ist ein Ausdruck des Gefallens und heißt, dass alles gut ist. In Teilen von Italien, Westafrika, Iran und Griechenland ist diese Geste allerdings unglaublich beleidigend. Wenn du Malaysia besuchst, zeigst du mit diesem Zeichen auf Dinge. Solltest du demnächst also in diesen Ländern per Anhalter fahren wollen, solltest du nicht unbedingt den Daumen raushalten. Du könntest stehen gelassen werden. Etwas zweimal zu bestellen oder jemandem das Peace-Zeichen zu zeigen, ist in Großbritannien, Australien oder Neuseeland in Ordnung. Solange du deine Hand nicht falsch herumhältst. Machst du diese Geste falsch, ist das ein sehr beleidigendes Signal und wird dir nicht viel Freude verschaffen. Achte also darauf, dass dein V aus Zeige und Mittelfinger mit der Handfläche nach außen zeigt. Dann ist alles gut. In vielen ostasiatischen Kulturen sind Verbeugungen eine Begrüßungsmethode. Je tiefer du dich verbeugst, desto mehr Respekt bekommst du. Zum Glück erwartet man in Japan nicht unbedingt, dass ausländische Gäste die Verbeugungsetikette sofort verstehen. Die meisten Leute akzeptieren auch ein Händeschütteln oder ein Nicken. Doch wenn du das Verbeugen kennst und nutzt, beeindruckt das die Einheimischen. Wie tief schaffst du es? In mehreren Ländern Europas, Lateinamerikas und Afrikas gilt es als unhöflich, den Zeigefinger zu benutzen. Besonders ungezogen ist das Zeigen auf eine Person in China, Japan und Indonesien. Die Geste kann als beschuldigen oder beleidigen empfunden werden. Solltest du auf den Philippinen nach dem Weg fragen, endest du gegebenenfalls ratlos und fragst dich, wohin die Person zeigt. Keine Panik, die Einheimischen benutzen dafür ihre Lippen statt ihre Hände. Wo auch immer auf der Welt du dich befindest, solltest du dir nicht sicher sein, zeige einfach mit der ganzen Hand auf eine Person oder einen Ort. Du denkst vielleicht, dass es vornehm ist, den kleinen Finger auszustrecken, doch in China sieht man das gar nicht gern. Diese Geste bedeutet das gleiche wie der Daumen hoch und zeigt, dass etwas dich ärgert. Wenn du Fotos mit anderen machst, möchtest du respektvoll sein und keine obszönen Handbewegungen machen. Zwei Gesten, die du vermeiden solltest, ist das Ausstrecken des kleinen Fingers und das Zeigen mit einem dreckigen Gegenstand wie einer Gabel oder einem Essstäbchen. Es macht zwar Spaß, mit Stäbchen zu essen, aber wenn du sie falsch hinlegst, könntest du aus Versehen für Unannehmlichkeiten sorgen. Mach in China, Südkorea oder Japan bloß nicht den Fehler, deine Essstäbchen senkrecht in eine Schüssel mit Reis zu stecken.
Das bringt angeblich Pech. Falls du deine Stäbchen ablegen willst, lege sie einfach zur Seite oder über die Schüssel. Außerdem solltest du in Südkorea oder China niemanden fragen, ob er oder sie dir das Essen reichen kann. In diesen Ländern musst du selbst zugreifen und dir nehmen, was du möchtest. Du wirst auch niemanden beleidigen, wenn du das letzte Stück nimmst. In manchen Orten wird es akzeptiert, am Esstisch zu schnauben. Nicht alle von uns sind gleich gut auf ein plötzliches Kitzeln in der Nase vorbereitet. Doch solange du dich entschuldigst und zur Seite drehst, ist alles gut. Es sei denn, du machst in Japan, China oder Südkorea Urlaub, wo das scharfe Essen schnell für eine laufende Nase sorgen kann. Schnaube niemals in der Öffentlichkeit. Wenn du die Nase unbedingt putzen musst, steh vom Tisch auf und geh ins Badezimmer oder irgendwo hin, wo die anderen dich nicht sehen oder hören. Sonst gilt es als unhöflich und unhygienisch. Benutze immer ein Papiertaschentuch, keines aus Stoff, und wirf es sofort weg. Fidschi ist eines der beliebtesten Reiseziele der Welt. Wunderschöne Strände und liebenswerte Menschen. Wenn du deinen Urlaub auf dieser Insel verbringst, triffst du unweigerlich ein paar Einheimische, die deine Hand sehr lange schütteln wollen werden. Hier ist es üblich, die Hand des oder der anderen so lange zu halten, wie Grußformeln ausgetauscht werden. Egal, wie lange das dauert. Du solltest deine Hand außerdem nicht zu schnell wegziehen. Es gilt als unhöflich, wenn du ein Händeschütteln abrupt beendest. Bist du in Indien, legst du deine